Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute! Eine Lieferung von Taurus bedeutet die Verlängerung des Krieges. Und ja, sie schadet vielleicht Russland, aber den Ukrainern ebenso, und vor allem sie gefährdet Deutschland. Als Alternative für Deutschland verurteilen wir den russischen Angriff auf die Ukraine. Wir stehen für die Gebietssouveränität eines jeden Landes und respektieren den Willen der jeweiligen Bevölkerung. Dafür braucht es Frieden, den wir mit allen friedlichen Mitteln erreichen wollen. Und deshalb muss es endlich darum gehen, gemeinsam mit den Kriegsparteien am Verhandlungstisch Lösungsvarianten zu diskutieren. Und die Lieferung von Taurus schadet vor allem Deutschland. Noch werden wir nicht als Kriegspartei wahrgenommen. Noch. Sie haben es in der Hand, der Bundeskanzler. Und deshalb bitten wir den Bundeskanzler, in diesem Punkt die Linie konsequent weiter für Frieden in Deutschland und in Europa. Und lassen Sie sich vor allem nicht von den Kriegstreibern in CDU, FDP und von den Grünen erpressen. Darum bitten wir den Bundeskanzler. Werte Kollegen, vor nunmehr 75 Jahren hat sich das deutsche Volk ein Grundgesetz gegeben, um, Zitat, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Zitat Ende. Und genau das muss doch die oberste Leitlinie sein. Ein sogenannter Spannungsfall würde hier im Parlament festgestellt. Dann käme die Bundeswehr als Verteidigungsarmee ins Spiel. Nur so weit dürfen wir es erst gar nicht kommen lassen, meine Damen und Herren. Internationale Verwicklungen sind ebenso zu vermeiden wie ein selbstprovozierter Status als Kriegspartei. Beides wollen wir als AfD nicht. Wir wollen humanitäre Hilfe in einem verhältnismäßigen Rahmen leisten, und das konsequent. Dafür brauchen wir aber eine leistungsfähige Wirtschaft. Aber statt für tragfähige Infrastrukturen zu sorgen, lamentiert die Bundesregierung von Kriegswirtschaft, neuerdings sogar im Gesundheitssektor. Eine verteidigungsbereite Bundeswehr können wir nur noch und immer noch nicht vorweisen. 100 Milliarden Euro Sondervermögen, Sonderschulden liegen bereit und können nicht investiert werden. Warum eigentlich nicht, Herr Pistorius? Stattdessen werden Einwegfregatten ins Rote Meer entsandt. Lassen Sie mich noch zwei Sätze zum Thema Sicherheit der Bundeswehr sagen. Eine ungeschützte Diskussion zur potenziellen Waffenlieferung und deren Einsatz lässt ein nötiges Maß an Respekt, Moral und Professionalität vermissen. Der lose Umgang mit Sicherheitsstandards hat eine Situation hervorgebracht, die als offene Einmischung in den Krieg verstanden werden könnte. Heute geht es um Taurus. Und was wäre der nächste Schritt? Möchten die Kollegen der sogenannten Mitte des Hauses Soldaten in den Kampfeinsatz schicken? Denken Sie vor allem bei Ihrer Gewissensentscheidung, und ich weiß, Gewissen bei Herrn Kiesewetter und Frau Strack-Zimmermann gibt es nicht. Denken Sie bei Ihrer Gewissensentscheidung auch an die Interessen Ihrer Familien, Freunde und Bekannten. Wir als Abgeordnete des Deutschen Bundestags entscheiden am Ende auch hier über Krieg oder Frieden. Und deshalb fordere ich Sie dazu auf, sich der eigenen Verantwortung für den Frieden zu stellen und diesen Kriegsantrag der CDU abzulehnen. Vielen Dank.